Jo, guten Morgen, Knas, LLP hier. Und endlich geht's mal weiter mit Adopt Me. Ja, endlich der vierte Part raus. Viele haben sich's gewünscht. Da dachte ich mir, hey, Erde, randalierst du mal wieder hier? Und mir werden direkt hier irgendwelche Einhörner angedreht. Das möchte ich natürlich überhaupt nicht haben. So, erstmal Geld kassiert. Und jetzt kann das hier losgehen. Ja, absolut die schönste Bude, die Adopt Me zu bieten hat. Einfach wunderschön hier. So, ich weiß absolut nicht, was ich hier noch zu tun habe. Auf jeden Fall Shoutout an Riem. Ich hoffe, deinen Namen spricht man so aus. Jetzt kann das hier mal losgehen. Und ja, weil. Oh, ich hoffe, ich lose nicht schon wieder Connection. Jupp, natürlich nehme ich auf. Ich würde ja niemals so Dort nicht spielen, wenn ich nicht aufnehme, ja. Also, das ist ja klar hier. So, ja, guckt euch mal diesen Hans an. Was ist denn das? Hallo, ich wollte die Bude haten. Geht's eigentlich noch? Oh, please melde mich nicht zwei. Also, deine Bude, das ist ein Haufen Apfelkuchen. Mehr ist das hier nicht. Also, das ist hier gar nichts. So, Emma, was hast denn du hier fabriziert? Wir gucken heute einfach mal, wie die Leute hier das Design haben. Ja, das ist auch wieder furchtbar. Hoffentlich ist deine Bude besser als das hier. So, also das ist ja hier wohl. Das ist ja die reinste Hipsterbude hier. Was ist das denn hier? Blaue Couch, ja, das passt farblich gar nicht zu dem Sofa. Das ist einfach nur furchtbar hier. Also, das ist nichts für mich. Ja, das ist meine Einhorn-Panda-Bude, aber auf jeden Fall viel besser. So, ich kenne mich hier natürlich wieder überhaupt nicht aus. Ich laufe einfach hinterher, weil ich bin total ballerballer. Die haben hier aber auch Namen, ne? Kim 12545873 5000. Ja, richtig kreativer Name. Ich nenne mich auch nicht Erdi 25 Millionen 24 Milliarden oder so. Also bei aller Liebe. Bisschen Kreativität beim Namen, das ist doch drin hier. Ja, mein lieber Scholli, was ist denn das hier für eine Villa, Mann? Was geht denn hier ab? Alter. Was geht denn ab? Hast du im Lotto gewonnen oder was ist los hier? Das ist ja unfassbar. Guckt euch mal meine Einhornbude an, ja. Hier sogar mit Wellnessbad und was nicht alles. Ey, wie geisteskrank ist das denn? Aquarium mit 1000 Haifischen drin. Ja, zieht euch die ganzen Haifische rein. Meine Herren. Ein Pool gibt's hier. Wo ist der Pool? Es gibt hier einfach einen Pool in der Bude. Ja, saubere Sache. Okay, also wenn Adopt Me so ist, ne, dann muss ich auf jeden Fall auch ein bisschen da Zeit rein investieren, weil ich will auch unbedingt so eine Bude. So, hier wird erstmal alles begutachtet, das ist ja ganz klar. Kein Poster von RDLP an der Wand, das ist schlecht. So, erstmal ihren Raum betreten, darf ich sicher, ne, natürlich. So, naja, das ist alles sehr ordentlich hier. Kein Vergleich zu meiner Bude. So, Elternschlafzimmer. Ja, hier noch 1000 Hightech-Fernseher aus der Zukunft. Das ist ja Wahnsinn hier. Das ist echt der Wahnsinn hier. Also, da muss ich echt sagen, das ist sehr, sehr. Boah, also hier sogar noch ein Lagerfeuer im Haus. Also Wahnsinn. Eine Küche gibt's auch noch. Ja, hier muss niemand vom Boden essen, wie bei mir in der Bude. Oh, super. So, jetzt weiß ich bloß nicht, wie man die Pizza isst. Ah, oh, das ist voll nett. Wenn ich jetzt so wüsste, wie man die isst, dann wäre alles tutti frutti. Ah, hier, genau. Nicht tanzen. Aktion. Sitzen. Nein. wie isst man? Ich kann Backflip machen. Ja, das ist ganz toll. Ich würde aber gerne die Pizza essen. Ah, so. Ich muss einfach nur draufklicken. Oh, hier sogar, hier, weil du Vegetarier bist, ohne Salami, erwähne ich das so oft in meinen Videos. Oh, Manometer. So. Nein, jetzt habe ich wieder total. Ja, sauber. Hier erstmal Teechen trinken. Also, das ist Gastfreundschaft, ja. Also, das ist wirklich gastfreundlich. Da können sich andere nochmal eine gehörige Scheibe von abschneiden. Bei anderen, da bekommst du trockene Kekse und einen Rauschmiss präsentiert. Hier kriege ich eine vegetarische Pizza und Premium-Wasser direkt aus der heiligen Quelle von Jerusalem. Also,
Das ist ja Wahnsinn. Aber sie kann sich's natürlich auch leisten. Guckt euch mal diese Bude an. Was kann ich hier eigentlich noch so machen? Jumping Jacks. Ja, erstmal Sport machen, Bruder. So, Aktion, Bogen. Aha. Clap. Sehr gut. Jetzt wird hier auch noch Werbung für mich gemacht. Das ist ja immer besser. Netflix aber auch noch am Start. So, da wollen wir hier aber noch ein bisschen randalieren. Ich werde erstmal hier mein abschließendes Feedback präsentieren. Ich bin begeistert. 11 von 10 Villa. Und dann muss ich mal... Oh, das Badezimmer haben wir noch nicht begutachtet. Ja, natürlich gibt es hier 1000 Toiletten. Das sieht viel besser aus als beim Toilettenmanager. Also das ist ja wirklich Wahnsinn hier. So, dann will ich aber trotzdem mal gern gucken, was man hier noch so in Adopt Me machen soll. Also ich bin wirklich beeindruckt. Also das ist mal wirklich eine Hardcore-Villa, also wirklich. Das ist nicht mit meiner Bruchbude zu vergleichen, deshalb müssen wir heute unbedingt einkaufen gehen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man sein Haus vergrößert, ja. Ich habe auch so einen kleinen Pappkarton wie It's Susanna YouTube, ja, ist auch YouTuberin. It's Susanna YouTube, melde dich bei mir, wenn du mal mit einem verkorksten YouTuber zusammenarbeiten möchtest. Nee, Quatsch, RDLP arbeitet nur mit Leuten zusammen, die mindestens 20 Millionen Abos haben. Ja, das ist der Sache angemessen. So, wo steht denn nochmal mein Haus? Habe ich auch irgendwelche Aufgaben? Ich hatte doch immer irgendwelche Aufgaben. Geschäft, hier. Ach, ich brauche doch keine Pets, ey. Das Spiel heißt Adopt Me und ich fütter die Pets mit Hundefutter. Also bei aller Liebe. Ja, wir laufen erstmal wieder hinterher, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier zu tun habe. Aber ich laufe trotzdem einfach mal voraus. Oh, ich klaue das Skateboard. Kann ich das klauen? Nee, kann ich nicht. Ey, das ist doch alles verkorkst hier. Ich will das Skateboard klauen. So, hier. Oh nein, ich bin ins Wasser gefallen. Herr Jemine, zum Glück habe ich Seepferdchen. Ja, sehr gut. So. Ja, jetzt hier mal Hackengas, ne? Wo muss ich hin? Ach, da war ich ja schon mal drin, erste Folge hier, in der Schiffschaukel. Leider wurde mir schlecht und daraufhin bin ich rausgesprungen in 30 Metern Höhe. Aber das war völlig verständlich, Leute, ja, also absolut. Ja, los, Captain Aang, mach mal hinne hier. Boah, nee, die kommt mir nicht rein, die Schachtel hier. Nur für RDLP-Abonnenten, die Schiffschaukel, Leute. Ja, so sieht's mal aus hier. Hallo, was habe ich dir gerade gesagt? Das gibt's doch nicht. So, ich trade jetzt erstmal mit der. Oh, die will sogar. Ja, ich habe bloß nichts zum Traden. Habe ich irgendwas an Essen? Hier, kannst du mein Sandwich haben. Also der Trade ist absolut fair. Wir tauschen ein Butterbrot gegen ein Butterbrot. Außerdem gutes Deutsch gewesen. Wir fliegen hoch und machen etwas, was du noch nicht gesehen hast. Ist doch perfektes Deutsch. Der Germanistikstudent ist absolut zufrieden. So, perfekt. Jetzt haben wir ein abgelaufenes Butterbrot gegen ein noch abgelaufeneres Butterbrot getauscht. Wenn das mal nicht ein Geschäft war, Leute, dann weiß ich ja überhaupt nicht, was los ist. So, nächster halt Luftschloss, das klingt sehr interessant. Ach du heilige Fischstäbchenschüssel. Ich hab Höhenangst, Hilfe! Guck doch mal an, wie hoch das ist. So, ich muss hier anscheinend aussteigen. Also, ich hätte diese ganzen Orte niemals gefunden, auch noch 300 Parts nicht. Wetten, auch im Drug Dealer Simulator habe ich noch die Hälfte nicht gefunden an der Map. Ich sag es euch. Ja, ist ja Wahnsinn hier. So. Und ihr dürft mir natürlich nach wie vor alle immer gerne hinterher joinen. Wenn ich Videos aufnehme, mache ich das ja immer an. Geil, jetzt kann ich hier runterspringen. Was ist das hier? Eine Liane, okay. Ich frage mal, ob ich jetzt runterspringen soll. Ob das hier eine Mutprobe ist. Okay, ich muss anscheinend einfach runterspringen. Wie nehme ich denn das Seil? Das wäre vielleicht mal... Ah! Einfach Bungee-Jumping hier. Wahnsinn. So, jetzt müsste ich nur mal wissen, wie ich mich hier loskloppe von der Liane. Sonst hänge ich hier für immer wie ein nasses Handtuch in der Gegend rum. Wahnsinn.
Wenn ich das jetzt noch wüsste, das wäre richtig gut. Vielleicht mit F? Ja, mit F. Platsch! Jetzt bin ich nass. Na super. Schöner Ort hier. Absolut toll. Ich bin begeistert. Ey, Villa, Porsche. Ich besitze ein Fahrrad, ja, was ich geklaut habe. Und besitze einen Schuhkarton als Haus. Ey, irgendwas habe ich in der Dorp nie falsch gemacht. Aber das ist ja auch erst das vierte Video, sind wir mal ehrlich. Ja, also RDLP wird hier auf jeden Fall noch den Laden richten. Ich werde der absolute, welcher Typ ist denn reich? Ich werde der absolute Dieter Bohlen von Adopt Me, Leute. So, erstmal das Auto im See versenkt, das ist, finde ich, immer gut. Ist mir ja auch noch nie passiert in meinen Let's Plays. Ja, noch eine Nebenbude. Sie besitzt eine eigene Höhle. Ja, richtig gut, ey. So, ich klicke einfach mal die Sachen an. Okay, hier kann man anscheinend nur traden. Ich dachte, vielleicht werde ich hier irgendwie transformiert zu einem Super-Roboter oder so. Leider nicht. So, was haben wir denn hier? Ich habe immer noch Essen, Geschenke. Wahnsinn. Hier kannst du Pets Neon oder Mega Neon machen. Okay, ich habe mal wieder nur Bahnhof verstanden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Buffalo hier rein... Ach so. Okay, ich bin zu blöd dafür. Ich sehe schon wieder kommen, ich bin zu blöd dafür. So, wir geben ihr das abgelaufene Butterbrot. Und, achso, ich will annehmen. Ach, kann ich noch gar nicht, okay. Ein Schneemann, saubere Sache. Das ist ein fairer Trade, ja. Ich kriege einen niemals schmelzenden Schneemann und sie halt ein abgelaufenes Butterbrot. Also ich finde, RDLP handelt komplett fair. Wenn der Dortmi mich bald sperrt, dann bin ich nicht verwundert, auf keinen Fall. So, perfekt. So, ich habe jetzt so einen Schneemann. Tut mir leid, Buffalo, du hast ausgesorgt. So, und jetzt muss ich... Hüt. Ja, perfekt, jetzt habe ich einen Schneemann. Und was muss ich hier mit dem Buffalo machen? Ja, 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 ich verstehe hier überhaupt nichts. Buffalo, jetzt komm mal hier ab. Dress up, ich kann ihn sogar aufdressen. Ja, der ist doch schon... Ich muss duschen? Ja, dann... Geh doch durch den Regen, ey. Glaubst du, ich gebe Wasser für dich aus, oder was? So, fly, hier. $295, wie viel besitze ich? 361, ich bin komplett pleite. Oh, meine Güte, Tricks hier. Mach mal den hier. Na toll. So, Karl, der kann hier bleiben. Wir gehen jetzt erstmal fliegen. Danach muss ich das Video aber, glaube ich, beenden. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Erstmal akzeptieren hier. Muss ich jetzt auf los klicken? Okay, alles klar. Ich habe voll den Durchblick. Bin komplett... Ich weiß schon wieder überhaupt nicht, was ich zu tun habe. So. Also, ich muss jetzt anscheinend fliegen gehen. Ich habe ja auch keine Höhenangst und Flugangst. Nein, absolut nicht. Nee, geht bei mir. Also, ich habe wirklich keine Höhenangst mehr. Ich hatte damals als Kind richtig Höhenangst. Ja, selbst 5 Meter Höhe waren zu viel für mich. Einfach ein Zug am Start. Ey, zu krass. So, wie... Ja, ich. Buffalo kann da hinten drin sitzen. Wahnsinn. Wobei, eigentlich muss ich ganz hinten im Zug sitzen, ja, wie damals in der Schule. So, ich war bei der Höhenangst und dann bin ich einmal in den Freizeitpark gegangen. Dann bin ich den ganzen Tag mit diesem 30-Meter-Turm gefahren, bis ich keine Höhenangst mehr hatte. Das ist RDLP 1:1. Ich sehe es einfach nicht ein, sowas, ja. Ja, es gibt natürlich auch andere, die das niemals überwinden und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe dann halt mal als Kind so einen Horrortag gehabt und seitdem habe ich keine Höhenangst mehr. Was ganz angenehm ist, Leute. Aber das ist natürlich keine Empfehlung von mir hier, so mit seiner Höhenangst umzugehen. So, jetzt sind wir wieder in der Villa am Start. Und ja, meine Stimme versagt schon. Deshalb setze ich mich hier jetzt eben kurz mit dem Tütenwein hin. Und dann lasse ich das Video ausklingen. Ja, absolut. Hier schön ins Lagerfeuer. Buffalo, du kannst nach Hause gehen, ja. Also, mein Buffalo-Pet, das mag ich irgendwie nicht. Das ist so aufdringlich. Putzen Sie sich heraus. Ich bin auch schon aufgebrezelt. Das ist zu freundlich. Jetzt. Jetzt.
Jetzt macht's auch noch mein Pad sauber, ey, das gibt's nicht. Und RDLP hat nur Grütze verzapft. Es tut mir leid, ja, ich bin einfach ein Assi. Was soll ich sagen? Oh, Buffalo ist schon irgendwie süß, ne? Also wirklich. So, dann würde ich einfach mal sagen, ich beende das Video. Vielen Dank, Shoutout an Riem. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Ja. Endlich habe ich mal ein bisschen was von der Map hier gesehen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Adopt Me Klassiker wieder. Bis dahin, RDLP.